So, und wir werden dann beginnen mit dem ersten Artikel auf der Schießliste. Und zwar der Artikel Stormglider ist eine 7-Schuss-Batterie UVP 1999. Schöner Abschuss. Naja. Und bleibt der mit. Schöner Abschuss. Bleibt der Show, aber. Was sagst du zu Akustik? Akustik ist fantastisch. Was ist dann das beste 1 oder 4? Sind das Noten? Ja, also ich denke, wir machen das nach Schulnoten 1 bis 6. Geht nur bis 4. Aber das Grün ist hübsch. Ja, also ich denke mal für die Preis-Leistung. Wir haben auch später Muster für allen Artikel. Sie verdienen eine 3, aber. Dass man sich auch noch mal die Verpackung, weil der Preis einfach sau hoch ist für einen 7-Schüsser. So, gefolgt von Artikel Nummer 2, das ist eine 9-Schuss-Batterie Impact Power. UVP 2499. Boah, 9-Schüsser, ey. Wump. Oh. Von hinten. Blinker, die schön. Blinker sind schön, ja. Könnten wir mehr sein. Oh, okay. Das war ein schön gleichmäßiges Buch. Schön reinsortig, also es ist echt schön, wenn man den Preis außer Acht lässt. Ist so, der dritte Artikel der Serie Black Hat Neon ist der Artikel State of Shock, eine 25-Schuss-Batterie UVP ebenfalls 24,99. Also wir sind hier locker 50 Meter weg. Akustik? So, die Laufnummer Nummer 4 auf der Liste ist ebenfalls eine Batterie, und zwar mit 18 Schuss. Das ist ein guter Artikel. UVP 2999. Abschuss ist saftig, schönes Violett. Blinker sind schön, gibt's gar nicht. Oh ja. Yeah. Nicht schlecht. Oh, das oben nicht mehr. Nee, das sind Kometen. Grün-Violett, ich geht. Okay. Stimmige Batterie gibt's gar nichts. So, letzter Artikel, den wir heute Abend sehen, der Serie Black Hat Neon, ist der Artikel Mundschutz, ein Verbundsystem mit insgesamt 170 Schuss UVP, 149,99. Uff. Na, mal schauen, wie schnell der ballert. Ne? Ja. Die Zerleger sind etwas zahm. Bouquets sind schön. Der kommt schon. Das ist schon, wenn es so 3 rauskommt, oder? Ja, wie schneller wäre wünschenswert. Das ist Thomas, seine Lieblingsfarbe, wo ist er denn? Der steht drunter im Dach. Ah, steht nur im Dach. Ja, es müsste eigentlich weitergehen. Geht nicht weiter. Tut's aber nicht. Ah, scheiße. Schwul! Ja. Wieder klasse, ne? Ja, wenn es nicht anmacht. Schade. So, wir haben jetzt 5 Artikel der Serie Black Hat Neon gesehen. Wie gesagt, insgesamt sind verfügbar 8 Neuheiten. Nein, es war das stehen geblieben. Die es auch entsprechend zu kaufen gibt.
Muster der Artikel in Dummyform der Verpackung, aber gleich nochmal in Grundlage. Also ich denke, wir sind so hinter dem Gatter, ja. Stimmt, dann ist es mehr wie 50. Wir werden jetzt weitermachen mit der regulären Schießliste, ebenfalls aufgebaut nach unverbindlichen Preislagen. Aber das ist ja kein normales Schussbatterie Night Battle. Night Battle. 592 UVP. Ja, das ist ja noch spannend. Was war das für eine? Night Battle. Night Battle. Nee. Ja, Preis ist okay, aber... Turbo. Das wird ein Röhli-Verbund sein, schätze ich mal. Ja, aber Turbo ist. Na, man guckt den Artikel davor, und zwar den Mannschaftsschießen, der ja gleich dabei sein, Sie gemerkt haben, der ist nur zur Hälfte abgebrannt. Ich mache erstmal weiter, ich sage das dazwischen gleich an, wenn wir den nochmal dazwischen schieben. Jetzt kommt erstmal die Laufnummer 2 und 275 Schuss, Klassiker, römische Lichter, UVP 799. Ach, guten. Tischfeuerwerk. Ja, aber war ja klar. Das ist da. Ja, da muss mehr gehen. Das, ja. das ist zu lang. Die Regel ist so absolut nicht. Geschrieben das ist zu sanft, das ist ja. Diese Rüschen Pumps haben. Das waren die normalen Kellerröhlis, die 20 Schüsse. Nee. Waren die nicht von irgendeinem Komplex oder so? Diese Rüschen sind sanft. Bist du jetzt hier durchgelegen? Achso, das waren die Scepter von Lessing. So, das war die Nummer 2, gefolgt von dem Artikel. Nightliner, Laufnummer Nummer 3, 24 Schüsse. Habe ich jetzt nichts im Sender? 99. Was kommt? Nightliner. Nightliner, ach ja, die kennt man ja. Da war meine irgendwie besser. Ja, da habe ich noch genug am Lager. So, die Laufnummer 4, Klassiker, und zwar die Keller 10 Schuss Superbombette, UVP 1299. Das ist eine gemischte, okay. Die hat wenigstens noch mehr Bums. Ja. Aber das ist so eine gemischte. Ich nehme dann lieber die 25-Schuss-Batterie, der Artikel Night Beam mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 13,99. Schwächelst du schon das So, die Laufnummer Nummer 6 ist eine Neuheit im Kellersortiment 2019. Und zwar eine 10-Schuss-Batterie namens Feuertraum. Ach genau, auf die bin ich gespannt. Hoffentlich eine Pandoras Box. Ja, so ähnlich. Jetzt sind violett, jawohl. Ah ne, ist der andere. Oh, Puffer. Ja,
UVP-Befühl? 1499. Ja. So, laufende Nummer 7, eine 85-Schuss-Batterie, Shootout, UVP 1599. Oh, so eine Kleinkaliber. Ja. Oh ja. Oh, Hell Life. Nee, die ist diesmal nicht dabei. Die gab es letztes Mal. Die Angst für Graham. Ich bin da in diesen Kerzen aufgelegt. Also, das sind sehr zarte Pfeifer. Das ist ein sehr stilles Feuer, ein bisschen leises. Ja, die Pfeifer, die sind so laut, die kannst du. Nee. Ach, guck mal, ganz spannend. Ach, putzi. Putzi. Okay, Bouquets gibt's auch noch. Ja. Jetzt kommt Sky Hero. Die laufende Nummer 64 8, eine 64 Schuss Batterie, UVP 1599. Die hat man letztes Jahr schon, ja. Ach so, okay. Sky 1599. Ja, für den Preis kriegst du nicht verkauft. Oh, da kommt die. Die sah letztes Jahr ein bisschen besser aus, weil sie näher dran war. Oh. Für einen 64 Schüsse geht die ganz in Ordnung. Ebenfalls eine Neuheit im Kellersortiment. Eine Fächerbatterie Speedhammer mit insgesamt 20 Schuss UVP 1699. Geschwindigkeitshammer. Ja, das ist die From Hell ist das. Das ist die From Hell, ja, neuer. Also. Das war damals eine der kräftigsten Batterien auf dem Markt. Damals. Ja. Das ist eine Neuauflage von der From Hell. Eine 25-Schuss-Batterie. Der Tide Power Shooter, ebenfalls eine Neuheit im Kellersortiment in diesem Jahr. UVP 1799. Schick. Aber das ist das einmal. Das ist schön. Ja. Das kommt. Passt rein, das ist der zweite. Na super. Ja. Oh. Okay. Oh. Na, also, sehr schön. Rossa. Also, mir hätten die Feuertöpfe gelangt, ne? Ja, aber. Auch nicht schlecht. Insgesamt. Überraschungseffekt. Nicht schlecht. Artikel auf Seite 3 oben, laufende Nummer 11, der Twin Power. Jo. Eine 18-Schuss-Batterie mit einem UVP von 19. Die habe ich noch letztes Jahr sehr gut im Kopf. Ist ja schon gekauft, die ist wirklich gut. Jetzt gehört jetzt dort, kommt Iron Man. Die Nummer 12, der hat einen Iron Man, 21 Schussbatterie mit einem UVP von 20,99. Zwei waren aber ein wenig tief. Welche kommt jetzt? Die Iron Man. Die Iron Man, viel Fontänen. Iron Man. Fontänen. Fontänen. So kalt sind die doch gar nicht. Das merkst du bloß nicht, geh mal her. Nein, das heißt aber. Geh mal drum.
Ich könnte meine 10 Wärmer geben für den. Ich dachte, du willst auch mal deinen kalten Brot geben. Ist das ein kompletter Fontaine? Nee, also es ist viel Fontaine und dann kommen wir, glaube ich, noch drei Salben Abschlussbouquet oder zwei Salben. Ja, so ein wenig Action. Ich schreckel schon das Ding, ey. Das dauert jetzt noch eine Weile, also. Ja, noch ein bisschen Wind draußen, ist was schwierig. Ja. Die Sache ist die, die haben es letztes Jahr näher dran gehabt, auf einer, ich sag mal, normalen Distanz, auch weit für einen normalen Silvesterzünder. Die haben es sonst immer aber näher aufgebaut. Aber das ist jetzt viel zu weit hinten, da kriegst du gar nicht den Eindruck so gar nicht mit. Ne? Also wir kennen ja die Twinbauer von letzten Jahren, die hat richtig Kraft. Zack, mit Zement, wie lange hat die denn? Das dauert schon noch. Ja, 20 Euro UVP. Ja. Die wird zum Teil im Baumarkt für 12,99 verramscht, also ja. Vergiss es. Wenn du mal einen Vergleich siehst, was wir da für 20 Euro dann wieder im Shop eigentlich drin stehen haben, ja. Wer nimmt dann sowas mit? Kein Mensch. Einer, der kennt dich nicht aus. Ja, oder wir spitzen dem das wieder auf. Ja. Hast du nicht mal was Ruhiges? Hast du nicht mal was Ruhiges? Ja, ja. Bis zum Schluss dann, ne? Ich hab was langweilig. Ja, die Kronos, wir haben sie ja zu zweit geschossen. Da hat sie ja ganz gut ausgeschaut eigentlich. Ne? Ich hab sie mal einmal allein geschossen und in Mark 3, da war sie also eher Mickey Maus. Da habe ich einfach einen schlechten Karton gehabt. Weißt du, was lautes? Genau. Komm, Leute, sag jetzt was lautes. Jetzt kommt ein Schieberschuss oder irgendwas. Das weiß aber gar nicht mehr rauslaufen. Das sind große Bouquets ohne Frage. Ne? Aber, die danach. Keine Frage. Das ist hat ja nicht einmal eine Steigerung, dass er immer größer wird. Ne? Oder wenn lauter Brutzel, da ist er gar nicht. Ja, kommt der inklusive sozusagen. Ja. So, das war der eine Band. Jetzt kommt die Laufnummer Nummer 13, der Artikel Donnerdrachen, eine 19-Schuss-Batterie, UVP 2499. So, Reinsatter. Oh, das wird kräftiger jetzt. Wieder stärker geworden. Die letzten zwei Jahre ist. Da hat sie nicht so gedauert. Wir kommen zu der Laufnummer Nummer 14, Samurai, auch ein bekannter Klassiker mit 36 Schuss UVP 2999. Laufnummer 15, der Artikel Die Bestie mit 36 Schuss UVP, ebenfalls 29,99. Das Ding geht schon. Ja? Da ist der Name. Ja, das hast du halt am Anfang von Tange, aber dann ist sie echt okay. Das ist bei mir ganz gut gelaufen. Bei uns auch. Bestie. Du hast halt ein wenig Beiwerk, die Fontänen hast halt 35 Schuss. Die ersten finde ich am genialsten. Mit dem
schönes Gold. Aber ein wenig dünner wie meine. Ja, das ist Goldklasse, echt gut. Ja, ordentlich. So, erster Artikel auf der Seite, Seite 4 ist die laufende Nummer 16, der Artikel Druckwelle 45, Schussbatterie UVP 39,99. Da sind die Folien raus und es geht direkt in die Eigen. Sollen sie doch aufhören, denn... Also den Bäcker, den Vollprofil, das haben wir... Ja, genau. Voll fehl am Platz, ja. Furchtbar. Die Nummer 17, Basilisk. Ebenfalls ein Klassiker, der Artikel Basilisk. Ebenfalls mit einem UVP von 39,99. 49 Schuss. Aber der Goldbasilisk, ne? So, das war die Goldversion. Ja. Die laufende Nummer 18, der Artikel Incredible mit 21 Schuss, gleiche UVP, Preislage 39,99. Hübsch, aber zu teuer. Tigerfire. Ja, der nächste Artikel, die Nummer 19, der Artikel Tigerfire, eine 49 Batterie, die ja neu im Kellersortiment bei UVP 39,99. Das war auch ein Klassiker, der Artikel Schwarz-Rot-Gold, laufende Nummer 20 mit 30 Schuss, UVP 39,99. So, die Rot ist die schönste Box. Wenn sie denn kommt. Das dauert ein bisschen, die haben eine lange Verzögerung. Ah ja.
noch eine, gell? Gold kommt jetzt noch, ja. Da stehen leider die Peonensterne ein wenig arg kurz. Das Gold ist geil, aber die sind... Nummer 21 ist Artikel Big Beats, eine Kombination mit vorgeschalteter Fontäne, eine 27 Schussbatterie, UVP 39,99, dieses Jahr neu im Kellersortiment. Ja, die gibt es ja schon bei Komet. Mhm. Ja. Zerlegen schlecht. Also. Mehr Flash. Ne. Die laufende Nummer 22, eine Vielschussbatterie mit 300 Schuss. Der Artikel voll. UVP 49,99. Thrill. Mehr Lift. Die sind aber wunderschön, so. Die Flimmerkometen, die sind klasse. Ein bisschen höher. Eieiei. Wenn sie nicht zu teuer werden, wird es da draußen sind. Ja. Kann das wieder ein bisschen. Kannst du irgendwas zum Ihnen noch füttern? Ja. Ja. Ist halt auch nicht laut, ne? Ja. Ja. Hä? War das beabsichtigt? Scheißwetter. Laufende Nummer 23, der Artikel Zirkulator mit 37 Schuss UVP. Die Idee ist gut. Ja. Hey, da haben wir mal. Das war Schlussbuffet. Was? Das war Schlussbuffet gerade. Ups, das war schnell. Falsch rum oder was? Die war falsch rum angezündet, ja. Die war kurz und heftig. Und mit dem Finale zuerst gezündet, das werden sie aufgewärmt haben. Yep. Bevor wir jetzt mit den Verbänden beginnen, wollen wir jetzt einmal zwischenschieben. Die gerade nur halb abgebrannten Artikel Moonshots der Blackhead Neon Serie, das ist die Nummer 5 auf der Seite 1, das ist ein Verbund, 170 Schuss, UVP 149,99. Jetzt der Artikel Moonshots nochmal, Blackhead Neon 170 Schuss. Thank you.
war gerade die Finalbox, die ist von hinten angezündet, ja. Hauptsache, es kommt raus. Jo. Aber eine Bette hatte am Anfang nicht. Leichtberg, das war so ein. Schon irgendwas raus, ne? Ja, interessant ist es schon, aber 150 Euro. Okay, das ist ein Arsch. Wir machen jetzt weiter auf der Seite. Mit dem Verbund mit der laufenden Nummer 24, ein Verbund mit 111 Schuss, UVP 5999, der Artikel Pyrocode. Pyrocode? Ja, C-U-D. Wahrscheinlich ja, 20 mm Box sowieso auch schon. Ui. Ja, aber was? Also die Steighöhen sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ja, okay. Das ist doch. Es geht 7 Meter, 8 Meter hoch. So. Also, Wild Shot. Ach, das ist aber echt niedrig. Ja. Uah. Genau. Schwul. Jetzt. Ja. Ach, die geht noch weiter. Geht weiter. Bletsch. Also viel ist da schon rausgekommen an Schuss, ne? Oh, oh ne? Die brennt noch. Ja, die sind jetzt immer kräftige. Das ist schon, das ist immer gut jetzt. Wenn die ganze Box jetzt so. Ja. Aber irgendwas fackelt da gerade. Ja, da brennt's, die brennt, ja. Oh ja! Also okay, ich sag mal für den UVP geht die okay. Das wäre halt eben geil, wenn die letzte Batterie so. Aber das kriegst du dann für den Preis nicht. Wild Shots sind insgesamt 100. Schuss UVP 79,99, laufende Nummer 25. Wild Shots, ja? Okay. Oh ja. Kräftig. Das ist halt dünn. Ja, das ist aber eben dünn. Ja. Wow, ist das ein dunkles Blau, ey. Nächste Box. Mm-hmm.
Das hat man schon mal, das dunkle Blau. Durch. Jetzt kommen die Fantastic vor. Jo, die kennen wir schon. So, das nächste Verbundkette, die läuft in Nummer 26. Ein Batterieverbund mit insgesamt 74 Schuss, der dicke Fantastic vor, UVC-99. Der Abschuss ist normal. Nichts mehr. Stehen bleiben. Ja. Na, jetzt kommt jetzt nochmal gerade Abschuss und dann nochmal der Abschlussfächer auf Schlag. Ne? So, der nächste Artikel ist der Artikel Midnight Rider mit der laufenden Nummer 27, ebenfalls ein Verbundsystem mit 211 Schuss, UVP 89,99. Oh. Ja. Ne? Ist 89,99. Okay. Ui, das war ein wenig Standzeit. Oh, und weg. Ja. Ui. Ein Bodenblinker. Oh oh. Leute, ihr müsst was am Lift machen. Ey, ey, ey.
Haben wir sie überschaut? Ja, wir werden das gemerkt haben, das kann nicht der Midnight Rider gewesen sein. Das war die laufende Nummer 28. Jawohl. Was High Professional, ne? S Large. 89, 99 UVP. Wir konnten jetzt in Prüfen. Schon eine S Large. High Professional S Large. Und schauen wir mal. Ja. Schon wieder Wasser auf der Linse. Blom. So was braucht man nicht, also. So Blubber. Und jetzt ist sie wieder stehen geblieben. No. Ja, nicht. System 264 Schuss, UVP 159,99. Mensch. Na, im Bus wird es dann. Na, süß. Oh, putzig. Aber ich finde die Feuerwehr mit dem Blinkaufstieg finde ich schon irgendwie nicht schlecht. Wenn ich groß bin, werde ich eine Feuerwehrbatterie. Dann sind wir geschieden. Thomas, deine Lieblingsfarben? Okay. Rot-Grün. Das ist jetzt haut mir jetzt auf den Hocker. Nee. Ja, das muss aber jetzt weitergehen, oder? Die ist noch nicht fertig eigentlich. Stehen geblieben. Auch wieder stehen geblieben. Ich bin ja gespannt, wie jetzt das Abflussfeuerwerk wird. Wenn alles nass gerechnet ist. Ja, das sollte man eigentlich schon mal folieren, wenn man weiß, dass so Wetter ist. Ne? Auf dem Wetter zum Opfer gefallen. Wir bitten um Nachsicht. Nein. Auch hier ist die 5-Stunden anscheinend nass geworden. Wir haben gleich nachgefangen. Jetzt erstmal weiter mit dem Profi. Feuerwehrsystem 214 Schuss. UVP 169,99. Die laufen nur noch das Abflussfeuerwerk. Eine Batterie und dann Abschluss. Das ist die letzte Batterie. Ja. Kroketten, jawohl. So hell, ne? Schön hell, ja. Schweifstern. Jetzt kommt Orange, ja. Also gelb. Und dann vielleicht noch Orange? Ne, jetzt kommen keine Kroketten mehr, die sind durch. Kroketten? Ja. Ich muss mal wieder wischen. Sorry. Krokette, oh Mann, ey, ich krieg die Linse nicht mehr trocken, ey. Ja, auch so frisch ist das nicht. Ja, ganz cool, ja. Weil jetzt ist es schon langsam nass. Danke. Es geht weiter, sie brennt noch. Sie brennt, sie brennt, sie brennt. Und brennt nicht mehr. Oh Mann. Schade. Also die Ball. Es tut sich doch was. Es lebt. Noch. Jawohl. Hey. Jawohl. Bis brennt weiter. Der soll aufpassen.
Ach. Was will man auch machen? Ja, guck mal, der steht doch da irgendwie dran. Muss ich sehen? Ach ja, jetzt da. Ist er weg, der war gar nicht. Ja, da steht er noch, ja. Das ist so in Ordnung. Ist er in Ordnung? Ja, würde ich auch nicht anders machen. Da war noch mehr dran. Die kippen sogar wegen ab, also schön, ja. Ja, richtig gute Crackling-Lanze. Ja, aber der Preis ist wirklich teuer. Ja. Schau, was noch kommt. Ich bin im Leben verkäfft. Ist wieder Kleinkaliber gewesen zum Schluss. Jetzt ist er aus. So, jetzt gehen wir nochmal eins zurück. Und zwar jetzt nochmal die laufende Nummer 29 Prüfepower-System 264 Schuss für eine unverbindliche Preisempfehlung von 159,99. Ja. Ich muss dann nochmal Akku tauschen, bevor es dann rappelt. Was die, was da jetzt nicht. Okay. Immer noch. Cool. Hellnight. Nur höhere Steig. Schmutzgeher. Also die Pfeife. Ab und zu steigen die Pfeife. Ja. Viele Puffer an der Bord. Ne, geht noch was. Jetzt aber. Ja, und da brennt noch was. Geht noch was. Brennt noch was. Ja, das war der offizielle Teil, bevor wir jetzt zum kleinen Abschluss.